Training, Diät und dann auf die Bühne. Das ist der Alltag von Fabian Mayer. Der 29-jährige Steirer ist Bodybuilder, hat sich in der Szene international einen Namen gemacht. Anfang März holt er sich bei der Arnold Classic im amerikanischen Ohio den Gesamtsieg, als erster Österreicher überhaupt. Damit startet er seine Profikarriere. Schienenabend und willkommen aus meiner Küche. Jetzt ist alles anders. Die Bewerbe sind abgesagt, die Fitnessstudios zu. Fabian Mayer entscheidet sich für einen ungewöhnlichen Weg. Er meldet sich für den Zivildienst, arbeitet seit April in einem Altenheim in Steyr. Viele von euch wissen es ja, habe ich mich freiwillig zum Zivildienst gemeldet. Ich muss ehrlich sein, ich habe geglaubt, das ist nur mal so ein Bekanntgeben, von dem ich habe Interesse. Und dann war aber sofort der Bescheid da. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt ist ernst, jetzt geht's los. Ja. Eine Entscheidung, die Fabians Alltag völlig auf den Kopf stellt. Der studierte Jurist ist selbstständig, arbeitet als Speaker, Seminarleiter oder Fernsehkoch. Darum sage ich immer, gehört eine Portion Eiweiß dazu, damit man nachhaltig gesättigt sind und früher zum Essen aufhören. Der klassische 40-Stunden-Job, für ihn Neuland. Es ist einmal ganz was anderes von dem, was ich sonst immer mache, aber menschlich gibt's mir irrsinnig viel. Und wenn ich dann mit älteren Leuten rede, aber er am Schluss ein paar nette Worte sagt, wie danke, dass sie sich Zeit genommen haben, sie haben meine Stimmung so gehoben, dann rührt er das. Also da druckt es dann fast die Tränen in die Augen, weil man echt weiß, man macht was Sinnvolles da, ja. Jetzt muss man ja sagen, dass so deine Silhouette nicht alltäglich ist. Wie haben denn da die älteren Leute darauf reagiert, wie du auf einmal da gestanden bist? Ich habe das Gefühl, am liebsten wie jeder, dass ich bei ihm sitze und mit ihm rede. Also so, das ist so, jeder will irgendwie einen Teil davon haben. Es ist echt witzig. Also erstens rede ich ganz, ganz gern und zweitens natürlich ist das Erscheinungsbild ein anderes. Also das ist so weit gegangen, dass auch die Eltern leider mal auf dem Oberarm draufgreifen und wow, so ein starker Mann und so ein großer, fescher Mann, das hört man dann halt relativ oft. Das ist von einem Oberarm abbusseln bis zum Heiratsantrag war ich schon dabei. Trotz aller Herzlichkeit, es ist hart. Um 5:30 steht Fabian auf, kommt gegen 6:30 am Abend heim. Und das ist nicht sein einziger Job. Zwar finden derzeit keine Wettkämpfe statt, trotzdem wollen die Fans wissen, wie es weitergeht. Fabian postet täglich Stories auf seinem Instagram-Kanal, hält so seine Community am Laufenden. Nebenbei noch seinen Ernährungsplan einzuhalten, eine Herausforderung. Also ich muss sagen, ich bin jetzt 10 Kilo über Wettkampfgewicht. Aber es ist sicher noch so eine Form, wo viele sagen, was willst du eigentlich? Du hast ja eh kein Fett. Aber natürlich, gerade wenn man aus so einer langen Diät rauskommt wie jetzt, hat sich irgendwo auch die ganze Ansicht und auch das Bewusstsein verändert. Man hat sich dann immer noch im Kopf mit die 4% Körperfett, wo man auf der Bühne gestanden hat und wo man sich gedacht hat, wow, genau für das mache ich das. Na, das ist es jetzt natürlich nimmer. Aber es ist dann wirklich für mich persönlich auf der Challenge, dass man sagt, okay, ich bin ja okay, wie ich bin, wenn ich nicht in Bühnenform bin. Oder es ist okay, dass ich mal wieder ein bisschen Backerl habe oder nicht den perfekt gemeißelten Sixpack. Trotzdem hat sich Fabian Mayer quasi selbst ausgetrickst, damit er diszipliniert bleibt, auch ohne bevorstehende Wettkämpfe. Ich bin seit Montag wieder ein bisschen auf Diät, beziehungsweise habe meine Kalorien reduziert. Ich habe mir zu fleiß ein Fotoshooting eingeplant. Und weil ich mich nicht ausstehen kann auf Fotos, wenn ich nicht gut in Form bin, ist das jetzt für mich so der kleine Trigger, dass ich sage, jetzt musst du wieder nach Konzept arbeiten. Und ich habe mir gestern meinen Ernährungsplan noch zusammengeschrieben und habe natürlich die Kalorien gleich mal gedrosselt und bin da jetzt natürlich auch wieder ein bisschen strenger zu mir. Auch wenn die Ernährung schon wieder strenger wird, im Training ist derzeit Erholung angesagt. Die Fitnessstudios haben zu, Fabian ist in Zwangspause. Um ehrlich zu sein, tut mein Körper und auch den Kopf die Pause gerade richtig gut, weil, wie gesagt, ich komme aus einer Diät raus. Er ist auf komplett Reserve gelaufen zum Schluss. Von dem her kommt mir die Pause gar nicht ungelegen. Ich habe jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen Zeit braucht, das zu akzeptieren, dass das jetzt eh ganz gut ist. Wenn man es jetzt auf Instagram sieht, dass sehr, sehr viele Bodybuilder sich in Köller oder so umbauen und mehr oder weniger eine kleine Kraftkammer machen, so eine Möglichkeit habe ich nicht und würde ja in dieser Zeit jetzt gar nicht in Betracht ziehen, weil ich mir denke, das ist jetzt ein kurzfristiger Invest, der mir was bringt, aber später werde ich da nie wieder reingehen. Ich vermisse mein Fitnessstudio und ich weiß, sobald die Türen offen sind,
werde ich da einige und nie wieder in irgendeiner Kammer, die ich mir selber eingekriegt habe. Aber wenn man jetzt so auf Instagram schaut, dann hat man das Gefühl, in seinem eigenen Wohnzimmer kann man im Endeffekt das komplette Workout machen, Körpergewichts, Kniebeugen und so weiter. Wie weit bringt es einem Bodybuilder tatsächlich was? Also ich sage mal jetzt, für einen Anfänger mag es in Ordnung sein. Ich glaube, einer, der nur nicht allzu lang oder zu konsequent im Fitnessstudio war, der kann, wenn er das ordentlich macht, durchaus sogar Fortschritte erzielen. Wenn du ein bisschen fortgeschrittener bist, kannst du mit einem ordentlichen Homeworkout vielleicht sogar Einbußen verhindern, sage ich mal. Aber jetzt als Bodybuilder und gerade mit meinem Ziel, wo ich gewusst habe, ich muss mich noch ordentlich verbessern. Ich brauche mehr Brust, ich brauche mehr Schultern, ich brauche mehr Arm. Ja, so realistisch muss ich sein, dass ich da mit 100 Liegestütze am Tag nicht zu meinem Ziel komme. Und dieses Ziel war schon zum Greifen nah. Im September wollte Fabian Mayer beim Mr. Olympia in Las Vegas auf der Bühne stehen, dem wichtigsten Bodybuilding-Bewerb der Welt. Er hat mir am Anfang irrsinnig traurig gemacht, weil ich mir das fest zum Ziel genommen habe, also vorgenommen habe. Aber wie gesagt, jetzt sehe ich es eigentlich eher so, dass ich sage, ich gebe meinem Körper die nötige Auszeit, auch meinen Kopf, weil wie gesagt, ich war in Topform und das ist mental extrem anstrengend. Ich gebe jetzt dem Ganzen eine Pause, verbessert mich dann, weil ich weiß, mir fällt einfach nur ein bisschen was auf die Elite nach oben, wenn ich ganz vorne mitmischen will. So gesehen sehe ich das jetzt fast als Vorteil. Den Karrieretraum hat Fabian erstmal verschoben. Bis Ende Mai wird er noch seinen freiwilligen Zivildienst absolvieren und danach vielleicht sogar verlängern. Denn den Job im Altenheim hat Fabian bisher noch keine Sekunde bereut. Ich bin in einem sehr egoistischen Sport eigentlich drin. Es ist Einzelsport, muss man sagen, auch wenn man als Einzelkämpfer wiederum nicht weit kommt. Und man ist immer sehr, sehr fokussiert auf sich. Und ich glaube, man muss aufpassen, wenn man dann nur dazu Erfolg hat, dass sich das nicht aufs ganze Leben übertragt. Darum bin ich jetzt irrsinnig froh, dass ich die Möglichkeit genommen habe, einmal was im sozialen Bereich zu machen und auch wieder mal die anderen Seiten vom Leben zu sehen. Und ich bin vor allem auch froh, dass ich merke, dass mir sowas auf einer emotionalen Schiene nur erwischt, dass ich nicht abgehärtet bin. Es ist einfach echt schön und ich kann das an jeden ans Herzen legen. Also es ist echt eine wertvolle Arbeit.